Hallo. Danke, dass ich noch mal darf. Ich mache gerade mein Referendariat, weil ich Lehramt studiert habe. Viele fragen mich dann, warum ich dann am Wochenende noch vor Leuten reden möchte. Und ich glaube, ich mache das ein bisschen, damit mir mal jemand zuhört. Es ist ein bisschen traurig und damit ich, glaube ich, die Älteste, damit ich nicht mehr die Älteste im Raum bin. Mein Vater kann kein H aussprechen. Das Problem ist, meine BAföG-Beauftragte hieß Frau Harsch. Ich habe dann kurz danach kein BAföG mehr gekriegt. Deine Sprache lern dich von anderen. Trag deinen Nachnamen, aber weiß nichts darüber. Ich muss zwischen deinen Zeilen lesen, um zu erkennen, dass du dich einsam fühlst, weil du es mir nicht sagst. Ich will nicht mit dir reden, nur um deine Sprache sprechen zu können. Du machst mich aus. Wer bin ich, wenn wir die gleichen Bücher, Lieder und Filme mögen? Wer sind wir, wenn wir nicht drüber reden? Ensemble, c'est tout? Mein Vater kommt nicht von hier. Seine Mutter nicht von da, wo er herkommt. Meine Mutter kommt von hier. Das Land ihrer Mutter heißt heute anders. Ich bin eine Mischung aus all dem. Muss damit klarkommen, dass ich irgendwo dazwischen bin. In beiden Ländern zu Hause, aber nie irgendwo ankommen. Ich vermische beides. So wie meine Schwester als Kind aus Kartoffel und Pomme de terre, Koffeter kreierte. Und ich bis zur ersten Klasse nicht das deutsche Wort für Unterhose wusste, sondern immer Culotte sagte. Ich habe ständiges Fernweh, weil ich beide Länder, Kulturen und Sprachen brauche. Ich brauche das schwammige Wä und das genaue Ja. Ich habe Probleme mit den viel zu harten Kopfkissenbürsten in Frankreich und den viel zu weichen Hotelmatratzen in Deutschland. Zu mir gehört der bretonische Dickkopf und das deutsche Vernünftigsein. Ich mag Deutschland, das Land, in dem ich mich heimisch fühle, aber nicht drauf stolz sein darf. Und ich mag Frankreich. Das Land, in dem ich mich heimisch fühle, obwohl es das Wort Heimat nicht in dieser Sprache gibt. Ich mag beide Sprachen. Die Möglichkeit, im Deutschen endlos lange Wörter zu bilden und dass es im Französischen das längste Wort gibt. Anticonstitutionnellement. Und das ist nicht mal lang. Das sind gerade mal 25 Buchstaben. Kraftfahrzeug, Haftpflichtversicherung. Bäm, 36 Buchstaben. Ich liebe die deutsche Aggressivität bei Schimpfwörtern. Allein das Wort Schimpfwort klingt schon beleidigend. Oder Pisser. Arschloch. Kackwurst. Und die Weichheit im Französischen. Connard. Merde. Fils de pute. Die Schönheit einer Sprache zeigt sich darin, wenn sie hässliche Wörter schön machen kann. Bestes Beispiel ist das Wort hässlich. Le. Oder noch schöner die weibliche Form, LED, mit einem vorsichtigen D. Ich finde das großartig. Ich trinke statt Fanta Orangina, esse keine Pfannkuchen, sondern Crepe. Ich kau Carambar statt Riesen. Ich parke sogar wie ein richtiger Franzose ein. Ich stoße andere Autos an, um mir Platz zu machen. Und in Frankreich darf ich das sogar. Ich bin bei einer E- oder WM für Frankreich. Bis sie ausscheiden. Dann bin ich für Deutschland. Da freue ich mich immer, weil der Text ein bisschen älter ist und Frankreich Weltmeister geworden ist. Ich bin eine Franzecke, eine Baguettefresserin und Kartoffel gleichzeitig. Ich bin das Ergebnis der deutsch-französischen Freundschaft. Die zu schnell zu einer Feindschaft wurde. Ich bin eine Mischung aus Amelie-Orangen-Sehnsüchte und grüner deutscher Filmästhetik. Ich will warme, blaue Farben. Wenn ich heise bin, werde ich immer ein Frosch und eine Katze im Hals haben. Ich werde nie ankommen. Aber das brauche ich auch nicht. Ich besitze beide Nationalitäten, wähle in beiden Ländern, träume in beiden Sprachen und bin mit beiden Ländern verbunden. Doch je suis désolé klingt versöhnlicher als es tut mir leid. Bon appétit besser als guten und bon mi müde als gute Nacht.